Zugkräftiges wird benötigt für den schwedischen Holzzug, denn ein Wagen bringt zwischen 180 und 190 Gramm auf die Waage. Um den Job bewerben sich zwei Großkatzen und eine Bulldogge, um mal bei der Tieranalogie zu bleiben. Alle drei hatten durchaus ihre Probleme bei der Anreise zum Bewerbungsgespräch. Den Vectron 243001 hat Rocco in den Herbstneuheiten 2018 angekündigt. Ich, als großer Hector Rail-Fan, habe den sofort bei meinem Fachhändler bestellt. Dem wurde der Auftrag von Rocco auch bestätigt. In den Frühjahrsneuheiten 2019 hat Rocco dann auch noch den zweiten Vectron 243002 angekündigt. Auch den habe ich umgehend bestellt, um eine Doppeltraktion mit den Katzen fahren zu können. Kurz vor Auslieferung dann der Hinweis auf der Rocco-Website, dass die Modelle werkseitig ausverkauft sind, mein Fachhändler ja aber geordert hätte. Was da im Bild fehlt, ist der dritte Satz. Wir beliefern den Fachhändler aber trotz bestätigtem Auftrag nicht. Also musste ich mich auf die Jagd im Internet machen, wo die Modelle teilweise über UVP angeboten wurden. Am Ende war ich, wie man sehen kann, erfolgreich, aber ich frage mich, was raucht so ein Rocco-Produktmanager eigentlich? Er stellt fest, dass der 243001 vorbestellt wird wie geschnitten Brot, entscheidet sich daher, auch noch den 243002 aufzulegen. Aber weil er schon für den 243001 eine viel zu kleine Losgröße in Auftrag gegeben hat, macht er jetzt denselben Fehler noch einmal. Warum sollte auch jemand, der beim 243001 leer ausgegangen ist, Interesse am 243002 haben? Oder jemand beide wollen? Ach, Marketinggeblubber. Okay, genug geschimpft. Der Vectron bereichert den Fuhrpark von Hector Rail erst seit kurzem. Beide Loks kamen Ende 2016 zu Hector, hatten davor aber schon diverse Kilometer für schwedische EVU wie etwa Cargonet oder Rushrail abgespult. Sie sind Teil einer ersten Losgröße von 5 Stück gewesen. Offensichtlich war man zufrieden mit den Maschinen, denn bereits im März 2017 hat man die Option auf 15 weitere eingelöst, die auch mittlerweile alle geliefert und in Dienst gestellt sind. Aber ob die von Rocco kommen werden? Denn anders als die ersten beiden, übrigens auf die Namen Curtius Kniffler und Wöhler getauft, handelt es sich bei den restlichen 18 um neu gebaute Maschinen mit Diesel-Power-Modul für die letzte Meile, während die beiden jetzt von Rocco ausgelieferten aus dem Lokpool von Siemens stammen und ohne dieses daherkommen. Ein Umstand, der sich auch in den Loknummern bemerkbar macht. Die Fahrzeuge mit DPM sind als 243003 bis 243020 bezeichnet. Mein Verhältnis zum Rocco Vectron ist ja ambivalent. Ein wunderschönes Modell, wenn man es denn komplett zugerüstet hat. Ich durfte bei diesem aber mit Freude feststellen, dass niveauloses Genörgel doch Veränderungen herbeiführen kann. Neben den vielen Zurüstteilen habe ich ja auch die genau abgezählte Menge auch kleinster Teile wie etwa der UIC-Steckdosen immer wieder kritisiert. Bei diesem Modell darf ich erfreut feststellen, dass von wirklich allen Teilen mehr beiliegen, als man benötigt. Ich hoffe, das war kein Ausrutscher, sondern ist ab sofort bei Rocco immer so. Auch sonst gibt es nichts auszusetzen. Der vielgescholtene Digitaldruck von Rocco hatte hier seinen deutlich besseren Tag. Die Drucke sind scharf und auch unter der Lupe gut lesbar. Lediglich im gelben X vor dem Hector Rail Schriftzug findet man in der Vergrößerung Farbsprenkler. Und die Farbe der anzusetzenden Griffstangen stimmt leider mit der Farbe des lackierten Gehäuses so gar nicht überein. Die Laufeigenschaften sind erwartungsgemäß sehr gut und auch der Sound von Leo Soundlab lässt keine Wünsche offen. Durch die etwas verquere Losgrößenpolitik bei Rocco sind meine beiden jetzt tatsächlich mit Sound, auch wenn das eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ich habe sie für Doppeltraktion zugerüstet, wobei ich mich für 243002 an der Zugspitze entschieden habe. Jetzt ist es aber so, dass auch in Schweden nicht jede Strecke elektrifiziert ist. Da muss dann die Bulldogge mit englischem Lichtraumprofil ran. ESO hat die Rushrail Class 66 exklusiv für einen schwedischen Händler aufgelegt und von dort habe ich sie auch bekommen. Trainshop SE verfügt aber über ein deutsches Konto, das heißt man kann trotz der in Schweden nach wie vor herrschenden Euroskepsis problemlos sein Geld loswerden. Leider hat sich die Deutsche Post entschieden, der Lok eine Rundreise durch Europa zu spendieren. Angeblich wurde an einem Samstag versucht, die Sendung in der Firma zuzustellen, dann wurde sie angeblich benachrichtigt, dann war sie aber nicht auf der Post und nach 2 Wochen war sie plötzlich wieder in Schweden. Empfänger unbekannt. Ja, nee, ist klar. Ich habe den Job eins selbst gemacht, wir haben früher sichergestellt, dass Vorsitzender Feuerwehr, Schneckenlohe über Lichtenfels, ja genau, ohne Postleitzahl, da ankam, wo es hin musste. Heute geht das Zeug zurück, wenn ein Komma nicht stimmt. Klassischer Fall von You get what you pay for. Das Original fuhr so für Rushrail, nach der Insolvenz 2016 wurde es von Hector übernommen und läuft heute noch immer so, in kompletter Rushrail-Lackierung. Mittlerweile hat es aber auch noch eine UIC-Nummer bekommen. Und zum Modell gibt es nicht wirklich viel Neues zu sagen. Die am Markt erhältlichen Modelle der Class 66 und 77 habe ich ja bereits ausführlich vorgestellt. Darunter natürlich auch das Vollmetallmodell von ESU. Damit stehen die Lokomotiven für den Holzzug fest. Als nächster Schritt steht an, dem doppelten Vectron-Lottchen das gemeinsame Laufen beizubringen. Dazu braucht es aber erstmal eine passende Teststrecke. Aber gibt's da nicht was Neues von Pico?